Tja, und jetzt willkommen zu einer weiteren Ausgabe von Fanintros. Ich bin wieder euer Avenger und ja, ich habe heute mal was ganz anderes vor. Bevor ihr das jetzt seht, bitte nicht böse sein, um Gottes Willen. Es ist nämlich die Woche was passiert, womit ich niemals, ja, was heißt niemals, ich habe schon damit gerechnet und zwar Clash of Trash 31 haben sich getrennt. Ist aber nicht weiter schlimm, weil sie haben jetzt beide einen separaten Kanal, weil sie sich entschieden haben, weil der eine halt Black Ops 3 macht, also Call of Duty, und der andere macht halt eher so Vlog-mäßig und Clash of Clans, Clash Royale, und da haben sie sich halt gedacht, okay, machen wir es separat, dann sind wir für jeden da und jeder kann dann gucken, was er möchte. Wenn er beide sehen will, soll er beide abonnieren, ist ja kein Thema. Auf jeden Fall, ich habe auch direkt eine Anfrage vom Nils bekommen, ob ich ein Banner und ein Intro machen könnte, und ja, der X-Post in dem Fall, also ich fange nochmal von vorne an. Der Nils, sein Kanal heißt jetzt Enschizo. Ja, genau, der heißt Enschizo. Und der Timmy hat seinen Kanal X-Booster genannt, wie sein Main-Account bei Clash of Clans. Und ja, wie schon gesagt, ich werde die auf jeden Fall beide nochmal hier oben verlinken und natürlich auch in der Videobeschreibung, damit ihr auch genau wisst, wo ihr hinschauen müsst, falls ihr euch dafür interessiert. Ich denke aber schon, weil die meisten meiner Abonnenten kommen ja von den beiden schließlich, ist ja klar. Und ja, wir fangen an mit X-Puste in dem Fall, also mit dem Timmy. Der hat nämlich seinen Kanal, also die ersten drei Videos, die ich mir jetzt angeschaut habe, das war so mehr so ersten Infovideo, also so ein Kanaltrailer kann man sozusagen, und das andere war schon mehr so in die Vlog-Richtung. Deswegen wusste ich jetzt nicht so genau, den Banner so gestalten oder so, nur Clash of Clans, nur Clash Royale, ist ja völliger Blödsinn. Also habe ich mir gedacht, hauen wir da ein bisschen was dazu, und ich würde sagen, schaut euch jetzt diesen Banner an, twitch ihn mal kurz rein. Tja, so sieht das Ganze dann aus, und ja, anschließend natürlich, damit das Video nicht so allzu lange in die Länge geht, würde ich mal sagen, haut euch das Intro rein. Bis dahin, bis gleich. Ja, so viel zum Timmy und sein Intro. Schaut auf jeden Fall bei seinem Kanal vorbei. Ich bin sehr gespannt, was da jetzt noch kommt. Immer bei der Aufnahme, ist furchtbar. Schaut sich auf jeden Fall an. Ich finde es sehr interessant, was er macht. Und ich bin sehr gespannt, was da auch noch auf uns zukommt. Vielleicht möchte er auch ein paar andere Spiele haben. Ich möchte an dieser Stelle möchte ich erwähnen, falls er noch was anderes braucht oder seinen Kanalbanner vielleicht ein bisschen ändern möchte, weil er eventuell in ferner Zukunft mal was anderes machen möchte, wäre kein Problem. Einfach bei mir in die Comments reinschreiben oder mir seinen Skype-Account geben oder einfach bei mir bei Skype vorbeischauen oder auf Twitter oder weiß der Geier, wo er gerade hin will. Und ja, dann werden wir uns darum kümmern. Kommen wir auch schon zum zweiten, und zwar den Nils. Er macht ja Call of Duty Black Ops 3, macht da ein bisschen mit Challenges und so weiter und so fort. Hat auch schon während einem Gameplay, glaube ich, auf jeden Fall hat er im Gameplay auch schon mal Fragen beantwortet und so weiter und so fort. Also da kann man es ja eigentlich Black Ops 3 halten. Wie schon gesagt, auch bei ihm, wenn er gerne was anderes haben möchte, muss er sich bei mir melden. Er hat mich ja auf Skype schon geaddet, deswegen würde das, glaube ich, kein Problem darstellen. Er hat es natürlich auch schon bekommen, und deswegen würde ich jetzt mal sagen, ich zeige euch erstmal seinen Banner, weil er hat nämlich auch eine Anfrage gestellt. Schaut ihn euch an, ich switch ihn rein. Tja, sieht der Banner aus, wie schon gesagt, Call of Duty gehalten, und tja, was kann man dazu noch hinzufügen? Ich habe natürlich auch ein Intro gemacht. Es ist zwar nichts Neues, ich habe lediglich eigentlich nur, ja, das ist ja eins meiner Templates, was ich schon mal angekündigt hatte. Ich habe da lediglich ein neues Logo verwendet und den Namen geändert, und ja, wie schon gesagt, schaut euch das Intro nochmal an. Für die, die es nicht kennen, in diesem Sinne, Intro ab und bis gleich! Are you listening? Damn. Tja, das war auch schon das Intro vom Nils. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Auf jeden Fall sein Kanal hier oben auch nochmal eingeblendet. Wie schon gesagt, beide Kanäle, X-Booster als auch Enschizo, unten in der Videobeschreibung. Natürlich könnt ihr mich auch mal bei Twitter besuchen und natürlich auch bei Skype adden, falls ihr ein paar Fragen habt zu eurem Intro. Ich muss jetzt dazu nochmal sagen, bitte schreibt mir nochmal alle, die eine Anfrage gestellt hatten, und ich werde das Ganze dann anders machen, und zwar, ich werde das dann nach der Reihe so, wie sie mich abonniert haben. Also der mich als nächstes abonniert hatte an der Stelle, der kriegt dann natürlich jetzt sein Intro. Ich möchte, also ich weiß aber
aber noch, dass der nächste, der auf jeden Fall jetzt dran ist, der Wechselgaming. Ja, ich glaube, da heißt Wechselgaming. Auf jeden Fall, wenn er gerade reinschaut, weiß er, dass er gemeint ist. Und ich würde sagen, ich verabschiede mich hier schon von euch an dieser Stelle und möchte jetzt noch euch irgendwas ans Herz legen. Also nicht irgendwas, sondern etwas. Und zwar, falls ich es noch schaffe, dieses Video heute hochzuladen, wir sind heute Nacht, also von Montag auf Dienstag, der Release Day von Overwatch. Schaut auf jeden Fall mal rein. Ich würde mich tierisch darüber freuen. Der Tauli ist auch mit am Start. Wir rocken auf jeden Fall Overwatch. Und ich würde mich sehr, sehr freuen, wenn ein paar Leute von euch da vorbeischauen könnten. Ich habe ja schon gesagt, hier sind wir in der Endcard. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Wenn ihr mich richtig cool fandet, dann natürlich wieder diesen Button. Wenn ihr mich richtig krass fandet, wieder diesen Button. Hier unten ist nochmal mein Let's Play Channel eingeblendet worden auf der... Nee, Moment. Verdammt scheiße. Hier drüben seht ihr nochmal mein letztes Video. Und da unten, wie schon gesagt, nee, das kann ich gar nicht machen. Ja, doch, hier unten machen wir auf jeden Fall meinen Twitter-Account. Könnt ihr mich auf jeden Fall, ja, mal besuchen. Wenn ihr mir folgen wollt, wäre cool. Wenn nicht, ist auch kein Thema. Dann twittert wenigstens mal was auf meiner Seite. Und dann würde ich mal sagen, sehen wir uns auf jeden Fall hoffentlich nachher bei Twitch wieder. In diesem Sinne, wo ihr mich besuchen könnt, unten in der Videobeschreibung, schaut am besten einfach mal rein, klickt den Link an und dann seid ihr direkt auf meiner Seite und könnt uns live zuschauen. Wie schon gesagt, ab 12 Uhr ist der Download freigestellt, dann werde ich das wahrscheinlich direkt mit Tauli downloaden. Bei einer 200.000er Leitung wird es kein Problem sein, das so schnell wie möglich zu kriegen und dann gehen wir direkt auf Sendung. In diesem Sinne, ich bedanke mich bei euch und bis dahin, Servus, haut rein.